Und die Durek liegt in der Schuss. Kinder, ist das eine Aufregung. Ihnen an den Lautsprechern wird es genauso gehen wie den 30.000 Schlachtenbummlern, die sicherlich aus Deutschland doch wieder hergekommen sind. Und wie uns drei, vier Leuten hier in der Engel-Rundfunkkabine. Wir haben heute übrigens die beste Rundfunkkabine. Zum ersten Mal, aber auch begründet, denn wir sind ja im Endspiel. Schön. Nun aber der Eckball der Ungarn. Szibor Tredin. Halb hoch kommt er vor das Tor. Kopfball! Ball, aber zum Glück am Tor vorbei und in aller Ruhe kann Rahn hinten aushelfen, den Ball vortragen bis in Höhe der Mittellinie. Doch legt er den Ball in die Sturmmitte hinein. May ist weit mit aufgerückt, zieht es vor, einen Querpass aufzuziehen zu Fritz Walter. Fritz Walter zu Morlock, Morlock in die gegnerische Hälfte hinein. Schön läuft das Sturmspiel, Schäfer in die Gasse geschickt, Schäfer und Groschitsch, aber Groschitsch bleibt Sieger, während ihm Zakaria... Gibt es einen zweiten, weil Kohlmeier mit dem Kopf den Ball erneut ins Ausschlug. Der Ball wird zurückgespielt jetzt von Szibor zu Budzanski. Budzanski versucht, Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Durek! Durek, du bist ein Teufelskerl! Durek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und ein Schuss von Hidekuti, Volley aus 3 Metern abgefeuert, wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die Ecke kommt auf den Elfmeterpunkt. Kopfball von Hidekuti und wieder ist Turek in der Luft und hat souverän den Ball heruntergeholt, hat abgewehrt. Dass es jetzt nicht 3:2 für Ungarn steht, das verdanken wir ausschließlich Toni Turek, der 2 Prachtparaden gezeigt hat, beim ersten Mal einen sogenannten unmöglichen Ball gehalten hat. Anders gedacht und hat abgespielt. Doch immer noch sieht die deutsche Sturmreihe im Angriff, diesmal von rechts. Rahn aus Essen flankt in den Strafraum. Ottmar köpft, aber hinter ihm steht Boczek. Doch der Nachschuss von Schäfer. Strafraum hinein, Kopfball von Posipal. Und wieder, Hidekuti müsste schießen, schießt auch an den Pfosten, an den Pfosten! Und Toni war schon geschlagen, aber das Glück war auf unserer Seite. Ein Flachschuss, der an den Pfosten geht. Wieder die Ungarn. Deutschland mit 8 Mann in der Deckung. Jetzt vor das Tor geschlagen, aber Toni Turek fängt die Flanke von Boczek oder von Todd. Nein, es war Todd, der Linksaußen, der rechts. Boczek 20 Meter vom Tor entfernt, hebt den Ball vor das Tor. Kosic köpft, nein, Posipal war es. Und vorher hat Mr. Link aus England gepfiffen. Kosic, der Akrobat auf halb rechts, stand etwa in Höhe. Freistoß für Deutschland. Freistoß aus der Mitte der eigenen Hälfte. Liebrich tritt den Freistoß auf den Kopf von Morlock. Aber Morlock hat sich gedacht, na, vielleicht kannst du den Zakarias soeben mit dem Ellbogen noch
Winkel steil durch. Aber Laurent hat diese Vorlage gerochen, ist dazwischen gefahren und hat geklärt. Hidekuti, Gegenangriff der Ungarn. Und Fritz Walter, glaube ich, war es. Fritz Walter, Sonderapplaus im eigenen Strafraum als letztes Bollwerk vor Hidekuti. Liebrich zu Fritz Walter. Immer wieder wird Fritz Walter eingesetzt. Er ist großartig. Fritz Walter-Wetter, so haben wir alle gehofft, gebetet und haben es auch erreicht. Hoffentlich bleibt es sein Wetter. Fritz schickt Schäfer in die Gasse. Schäfer zieht es vor, zurückzuspielen. Aber Rahn, der rechts außen in Linksaußenposition jetzt stehen. Freistoß für Ungarn. Freistoß kommt auf den Elfmeterpunkt. Kosic köpft, aber er köpft nicht in Richtung Tor. Kohlmeier kann in aller Ruhe zum Strafraum laufen, zum Strafraumeck und kann von dort aus, um kein Risiko einzugehen, den Ball ins Ausschlagen. Der Ausball ist ausgeführt, kommt zu Fritz Walter, der steht günstig vor dem Tor, aber zwischen Morlock und Schäfer steht Grosic und hat die mögliche Kopfballparade der beiden unterbunden, hat den Ball sehr souverän, sehr sicher aufgenommen. Jetzt rollt die Angriffsmaschine der Ungarn von links aus. Puskás, Mensch, wenn ich das sehe, wenn er so loslegt, von links nach rechts hinüberwandert, denke ich an sein erstes Tor in Basel, das zweite der Ungarn überhaupt und auch diesmal hat er steil durchgespielt. Aber zum Glück stand Kosic gedeckt von wem? Von Mai und konnte sperren, sodass Toni Turek den Ball aufnimmt. Nichts von einer klaren Überlegenheit der Ungarn. Höchstens in den ersten 10 Minuten. Sonst spielt Deutschland mit. Auch jetzt wieder eine Chance. Schäfer müsste schießen. Abgewehrt. Und Nachschuss. Abgewehrt. Ja, also liebe Ungarn, jetzt müssen wir sagen, jetzt habt ihr Glück gehabt. Der Schäferschuss von den Fingerspitzen von Grosic abgewehrt. Nachschuss von Rahn, von Budzanski auf der Torlinie abgewehrt. Aber immer ein Eckball für Deutschland. Fritz Walter tritt ihn nach innen. Diesmal aber leider nicht. Doch der Nachschuss könnte noch Erfolg bringen. Fritz Walter hebt ihn vor das Tor. Wer springt hoch? Auf dem leeren Torlinie. Da stehen zwei, drei Spieler. Drei fallen hin. Wer bleibt Sieger? Schäfer hebt den Ball vor das Tor, aber am Tor vorbei. Dicke Luft im Strafraum der Ungarn. Rahn ärgert sich das Leder. Müsste abspielen. Spiel doch ab. Und jetzt einen Eckball. Einen Eckball für Deutschland von rechts. Kinder, Kinder, Kinder. 2 Minuten vor Halbzeit. Die mögliche Führung für Deutschland. Zweimal lag sie in der Luft. Jetzt kommt die Ecke da hinten. Grosic in der Luft. Und hat wundervoll diese Ecke heruntergeholt. Sein Abschlag kommt haargenau zum rechten Flügel. Da steht Schieber. Schieber allein auf weiter Flur. Holt ihn Kohlmeier noch ein. Jetzt müsste er dribbeln. Er hat auch gedribbelt. Aber so ungeschickt. Das Liebrich ohne Reaktion klären. Der gibt zu Todd. Todd hinüber zu Puskás. Puskás steht in Linksaußenposition am deutschen Strafraum. Vor das Tor. Kopfball am Tor vorbei.
Kopfball von Kosic am Tor vorbei und ein deutscher Abwehrspieler hat gerade noch ein Bein hinhalten können und das mögliche Tor somit verhindert. Ich glaube, das ist einen Eckball in der Schlussminute für Ungarn. Hoffentlich ist das nicht etwas sehr Dummes für uns. Der Eckball wird getreten, wird sofort von Eckel, wunderbar, vom verletzten Eckel mit einem Kopfball weggeschlagen. Sofort gepasst zu Rahn. Rahn zu Ottmar Walter. Ottmar Walter, der immer geschickt zu den Flügeln ausbricht, hat wieder Rahn eingesetzt. Rahn müsste Ottmar zuspielen. Ottmar im Kampf mit Laurent. Laurent verfehlt, aber hinter ihm steht Lantosch und spielt den Ball vor, bevor das O der Menschen vielleicht zu einem Torschrei hätte werden können, zu seinem Torwächter zurück. Der spielt ab zum rechten Flügel. Schieber nimmt den Ball an. Zubot schickt dem rechten Läufer, der flach über 20 Meter hinweg zu Hidekuti. Hidekuti lässt durch für Puskás. Puskás fintiert, täuscht zwei Abwehrspieler der Deutschen. Jetzt spielt er ab, hat gut abgespielt. Aber der Abpfiff erlöst uns aus einer bedrohlichen Situation. Die erste Halbzeit in Bern ist beendet. Es steht 2:2 unentschieden. Und wenn Robert Lemke richtig mitnotiert hat, mein Gedächtnis lässt mich fast im Stich, dann ist dieses Score, diese Torzahl folgendermaßen zustande gekommen. 6. Minute 0:1 durch Puskás, 8. Minute 0:2 durch Csibor. Wir waren schon am Verzweifeln, wir glaubten schon an ein 3:8, aber dann kam in der 10. Minute der Anschlusstreffer durch eine Energieleistung von Morlock nach Vorarbeit von Schäfer, 1:2, und in der 18. Minute der Ausgleich nach einer Fritz-Walter-Ecke durch Rahn, 2:2. Das ist mehr, als wir zu hoffen gewagt haben. Sie werden jetzt sicherlich dasselbe Bedürfnis haben wie wir, liebe Zuhörer in der Heimat. Jetzt eine Pause für Sie, für die Spieler und auch für uns. Wir sind froh, dass diese erste Halbzeit so verlaufen ist. Wir bitten Sie, die Leistung unserer Mannschaft in Ihrem Herzen so anzuerkennen, wie sie es verdient. Eine großartige erste Halbzeit hat eine ausgeglichene deutsche Mannschaft gesehen. Hoffen wir, dass die Kondition und die Kampfkraft unserer Jungs stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Und damit schalten wir für wenige Minuten zurück nach Deutschland. Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen, Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern die zweite Halbzeit des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Wir melden uns also wieder aus Bern. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit, die in 30 Sekunden beginnen wird, 2:2. Durch zwei Tore der Ungarn, Puskás und Csibor, und die beiden Anschluss- und Ausgleichstore der Deutschen, Morlock und Rahn. Und symptomatisch ist Folgendes. Vor Beginn des Spiels haben wir rund 30, 40 Pressekollegen gefragt, wer gewinnt. Ein einziger hat von ihnen gesagt, Deutschland. Alle anderen sagten Ungarn. Jetzt in der Halbzeit haben wir wieder gefragt. Und die Sensation... Die Sensation, der Außenseiter hat gleich gute Chancen, muss sich jetzt allerdings vorsehen, denn Csibor schießt da innen, aber Liebrich steht da. Trotzdem, noch einmal müsste ein Schuss von Csibor kommen, aber Turek holt den Ball wieder im zweimaligen Zugreifen. Das war der erste bedrohliche Moment und die deutsche Hintermannschaft muss sich vorsehen, dass es ihr nicht in der zweiten Halbzeit genauso geht wie in der ersten. Ja, also die Pressekollegen waren... eingebracht hat, der allerdings von Ottmar Walter vergeben wird. Gegenangriff der Ungarn durch Puskás, der schießt aber Turek an. Nachschuss abgewehrt von Liebrich. Puskás stand allein, 8 Meter vor dem Tor, und das hätte eigentlich ein Tor werden müssen. Rahn hat das Abspiel ungenau zugespielt. Dadurch werden die Ungarn wieder frei, spielen sich auf dem linken Flügel durch, aber Puskás gegen Eckel verliert den Ball. Zu Hilfe kommt Eckel Rahn. Rahn im eigenen der eigenen Hälfte, alle deutschen Spieler helfen kameradschaftlich aus. Die Stürmer sind mit hinten, die Verteidiger mit vorne, hat abgespielt. Rahn jetzt alleine durchgegangen, dribbelt sich durch. Zwei Ungarn vorbei, aber am dritten, am linken Verteidiger Lantosch bleibt er hängen. Und in der Nähe des Strafraums der Ungarn wird der Ball... Schäfer dribbelt in den Strafraum hinein, spielt ab. Aber das Abspiel wird von einem Ungarn abgefälscht und kann dadurch, nur dadurch, von Grosic ohne Schwierigkeiten...